Hallo und guten Abend. Heute ist Freitag, der 12. Februar 2021, und ich melde mich wieder mit meinem Videoblog, mit meinem Tagebuch hier aus dem Klinikum Rheine in der Matthias-Stiftung. Ja, was gab es diese Woche? Wir haben jetzt über 1000 Mitarbeiter schon das zweite Mal geimpft, was natürlich sehr schön ist, dass das alles so wieder reibungslos geklappt hat. Alles Mitarbeiter der höchsten Priorität und entsprechend der Corona-Impfverordnung durchgeimpft. Was besonders schwierig war, war diese Woche natürlich das mit dem Wetter, denn die Impfdosen wurden geliefert, und das waren allein am Dienstag, waren das über 600, die hierhin geliefert wurden. Und da mussten natürlich alle jetzt wieder hier hinkommen, die vor 3 Wochen auch hier waren. Und das ist nicht bei jedem Einzelnen gelungen, aber wir haben das durch Hin- und Herschieben und möglich machen von allen möglichen und unmöglichen Transporten am Ende dann doch so hingekriegt, dass wir, ich glaube, bis auf eine Handvoll alle Mitarbeiter inzwischen das zweite Mal geimpft haben. Also es waren fast 1000 oder über 1000, die jetzt geimpft wurden. Das ist natürlich schon mal eine schöne Nachricht. Das andere, was schön ist, die Fallzahlen hier im Kreis, sie gehen weiter runter, genauso auch im Krankenhaus. Es sind nicht mehr ganz so viele hier, auch eher auf der Intensivstation ist das im Moment tatsächlich ruhig. Das freut uns natürlich nicht, was die normalen Patienten angeht, aber was die Corona-Patienten angeht. Was wir allerdings sehen, ist, dass die Mutanten mehr werden. Und das führt dazu, dass wir jetzt die Patienten wieder anders isolieren müssen. Wir können halt nicht Covid-positiv zu Covid-positiv legen, sondern wir müssen genau nachgucken, welche Sorte ist es. Liegt eine Mutation, eine besondere Virus vor, oder ist es der Wildtyp-Virus? Und das verlängert jetzt die Diagnostikphase leider wieder, die wir unglaublich schnell und gut eingespielt und etabliert hatten. Da zieht sich das jetzt wieder so ein bisschen hin, und wir müssen tatsächlich wieder mehr erst in Einzelzimmer legen und mehr darauf achten und können nicht sofort zusammenfassen, was natürlich organisatorisch immer einfacher ist. Aber das muss halt jetzt so sein, und das wird uns auch eine Zeit lang so begleiten. Genauso ist es natürlich, wenn jetzt ehemals Corona-positive Patienten oder auch Mitarbeiter Kontakt zu Corona-Patienten haben, dann gilt natürlich auch wieder die Kontaktisolierung, weil wir nicht wissen oder die Wissenschaft es noch nicht weiß, wie man darauf reagiert, wenn wir schon eine Infektion hatten und jetzt mit einer Mutationsvirus zu tun haben. Wie ist man dann noch ansteckend? Ist man dann, ich glaube, die Gefährdung der Erkrankung ist nicht so groß, aber können diese Menschen, diese Patienten oder Mitarbeiter dann noch weiter anstecken? Also es geht wieder neu los, dass wir mehr isolieren müssen, und die Kontakteinschränkungen haben weiterhin ihren Sinn. Ansonsten war ja diese Woche auch politisch wieder einiges los. Die Kanzlerin hat sich ja mit den Kultus, nicht mit den Kultusministern, mit den Ministerpräsidenten getroffen, einzelnen Länder. Und naja, man kann unterschiedlicher Meinung sicherlich zu den Maßnahmen sein, die sich jetzt verändern. Ich persönlich glaube, wir hätten mit einer weiteren Ruhephase noch für mindestens 3 Wochen gut getan. Wir müssen jetzt abwarten, wie das mit der Öffnung von einzelnen Bereichen dann funktioniert. Grundsätzlich bin ich natürlich froh, dass demnächst wieder die Friseure aufhaben, aber das ist der subjektive Blickwinkel. Der infektiologische Blickwinkel ist natürlich immer ein anderer. Bei den Friseuren, glaube ich, ist es nicht ganz so riesig mit der Ansteckungsgefahr. Es gibt eher andere Bereiche, und vor allen Dingen, wie wir alle uns in diesen Bereichen dann verhalten. Und das ist am Ende das Allerentscheidendste, wie wir am Arbeitsplatz, nicht nur im Krankenhaus, auch in anderen Arbeitsstellen, wie wir da umgehen mit Kontakteinschränkungen, mit Abstand, mit Maske etc. Und das ist, glaube ich, am Ende für das Infektionsgeschehen das Entscheidende. Ansonsten gibt es tatsächlich diese Woche nicht viel Neues, außer dass Weiberfastnacht gestern war und jetzt das Karnevalswochenende in einer ganz speziellen Art und Weise ansteht. Ich habe schon einige lustige Videos gesehen, wo entweder in Turnhallen das nachgespielt wurde oder mit Lego-Figuren der Karnevalsumzug gespielt wurde. Das finde ich gut. So muss das auch sein. So muss man kreativ damit umgehen. Und ich wünsche allen Jecken, dass sie viel Spaß trotzdem haben im kleinen Rahmen, und verbleibe bis nächste Woche mit besten Grüßen und wasch die Hände, Wochenende.